Hallo und willkommen zum täglichen Spiegelblick für die Singles unter euch. Hier spricht wieder eure Barbara von Sternklar und wir haben heute den 23. März 2018. Heute geht es, wie ihr seht, um die Karte die Sonne. Der Pfad, den ihr da unter der Sonne seht, der sich so durch die Hügel schlängelt, der soll das Symbol für die Reise des Lebens sein. Er geht häufig auf und ab, hierhin und dahin, ist voller Herausforderungen, Erfolge, Enttäuschungen und Überraschungen. Und momentan bist du alleine unterwegs auf dieser Reise des Lebens. Die Sonne als Symbol des Lichtes und der Lebensfreude soll dir aber sagen, dass nun eine gute Zeit beginnt, offen zu sein für eine neue Partnerschaft. Denn das Single-Leben wird ja als ambivalenter Zustand wahrgenommen. Das hängt von der Jahreszeit, von deiner Tageslaune, vom Alter, von den emotionalen Bewältigungsstrategien und vor allem von der Dauer des Single-Daseins ab. Ich denke mal, viele Singles von euch sind am Anfang ihres Singles-Lebens ganz oft unter die Leute gegangen, haben Party gemacht oder je nach Alter eben andere Dinge und haben sich mit Freunden getroffen und so weiter. Aber irgendwann fängt man ja an und fühlt sich sehr unwohl unter den Paaren. Man zieht sich dann zurück und macht erstmal das Beste aus diesem Alleinsein oder ja, redet sich eben auch ein, dass es ja eigentlich ganz schön ist. Ist es ja auch, ne, mal eine Zeit lang, aber irgendwie sind wir ja alle nicht dazu geboren, für immer alleine zu bleiben. Nun aber ist, wie gesagt, eine gute Zeit, dieses Alleinsein zu beenden. Geht mal mit offenen Augen durch den Tag und spart vor allen Dingen nicht mit eurem Lächeln. Und schiebt auch mal so dieses Traumbild, was ihr habt von einem Mann beziehungsweise von einer Frau, ganz hinten an. Seid mal offen für Begegnungen und denkt mal daran, dass sich es immer lohnt, zweimal oder dreimal sogar hinzuschauen. Denn nicht selten versteckt sich der Traumprinz oder die Traumprinzessin hinter einer ganz unscheinbaren Fassade. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Freitag. Eure Barbara. Tschüss.